Willkommen heute wieder bei Battlefront 2. Wir spielen heute den schweren Soldaten und heute mit der Waffe FWMB10K. Das ist ein schweres Gewehr von der ersten Order. So, First Order hier. Und im Gegensatz zum Standard-Blaster-Gewehr beim schweren Soldaten macht er mehr Schaden dafür allerdings und mehr Reichweite, dafür allerdings weniger Kühlkraft, also und weniger Feuerrate, also langsamer und er überhitzt ein bisschen schneller. So, dafür aber der mehr Schaden. Und den werden wir heute spielen, nebenbei. Willkommen. So, immer noch auf der Map wie beim letzten Mal. Und heute, wenn ihr das seht, ist Samstag. Und das heißt, heute ist Friendly Fire Time. Also, wenn ihr Lust habt, ne, könnt ihr gerne bei Friendly Fire einschalten. Wahrscheinlich bei Kronk TV oder Pizzquid, keine Ahnung. Oder allen Kanälen einfach, ne. Auf YouTube, auf Twitch zusehen, was für einen guten Zweck tun, was auch immer. Und wo müssen wir hin? Ach, hier sind hier ist das Ding. Kampfläufer beschädigt. Verfluchter Kampfläufer. Keiner mag dich. So, spawnt das Ding hier gleich neu, mal so als Frage. Ja. Da ist definitiv. Ich soll mich zurückziehen. Niemals. So, einen haben wir. Oh shit, wir werden sterben. Oh shit, ich werde sterben. Soldat kommt auf euch zu! Uah. Oh shit, ich muss ewig nachladen. Ah. Ein Nachteil bei den schweren Gewehren ist natürlich, dass du 100 Jahre nachlädst. Ein Vorteil bei dem Soldaten ist, dass du mehr HP hast als die anderen Klassen mit 200. So, ne, das hat mir gerade ein bisschen in den Arsch gerettet. Sag ich mal so. Schön. Das hat mir echt gerade ein bisschen in den Arsch gerettet. Kann ich eigentlich von hier aus jetzt. Ja, ja, wir haben damit gerade 400 Punkte oder so gemacht. Sind hier eigentlich immer noch diese feindlichen Kräfte damit? Ach, egal. Ich will eigentlich hier weg. Ich werde schon irgendwo beschossen. Ich habe keine Ahnung wo. So, weiter, weiter, weiter. Da ist ein Ding. Das wollen wir uns. Oder ich versuche es. Uah! Kampfläufer getroffen. Nichts Kritisches. Granate bereit! Da. Hier irgendwo weiß der blöde Dingsoldat. Einer der Kampfläufer ist getroffen, aber er steht noch. Beide Kampfläufer noch intakt. Der rollt hier aber hin und her, ne? Ohne mein Schild wäre ich schon tot halt. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, der Rolli, Alter. Der Rolli hier, ne? Wie gesagt, ohne mein Schild, ohne das Schild gerade von der Waffe wäre ich schon längst tot gewesen. Heiliger Beambomb, du. 200 HP. Die retten einem vielleicht mal den Arsch. Kann ich hier... Ach, wir müssen uns zurückziehen. Das heißt... Scheiße heißt das. Oh, shit, shit, shit. Bitte mich nicht töten. Ich bin freundlich. Größtenteils, meistens, öfters. Aua, 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 ich werde von irgendwo beschossen, keine Ahnung von wo. Ich habe die nicht gesehen, ich dachte, das wären Kollegen. Wirklich jetzt, ich dachte wirklich, das sind Kollegen. Wieso habe ich so wenig Punkte? Ich habe doch ein paar Kills gemacht schon, oder? Meiner Meinung nach habe ich in der Runde tatsächlich mal was gerissen. Bisher, meiner Meinung nach. So ein bisschen geholfen, dass wir mit dem Dings draufballern konnten hier. Genau. Ein paar Leute getötet, also. So schlecht fand ich die bisher gar nicht. Wir hatten ganz coole Kämpfe. Verschwende! So, der ist jetzt wieder hier im Bredouille. Ah, nicht mehr. So viele Leute und ich kann keinen davon angreifen. Rennt er fast nicht. Nicht, aber nicht so nett. Granate auf der Hilfe. Panzerung angekratzt. Mehr nicht.
Na, ich kann ja mithelfen. Ah, wie cool. Wir können den auch umwickeln, habe ich gerade gesehen. Das hat einer probiert. Das ist cool. Es ist zu spät. Der Kampfläufer ist in Angriffsreichweite. Zurück zu den Hangars. Wir stellen uns dort dem feindlichen Angriff. Evakuierung läuft, aber der Feind schickt Bodenbomben. Nein! Verteidigt die Hangars. Ich dachte, den anderen kriege ich auch noch. Damn it! Treibstofflager in der Falle. Knapp, knapp. Ich dachte, den kriege ich noch, Mann. Aber heute ist Friendly Fire, wie gesagt. Ich freue mich schon sehr. Ich bin echt gespannt. Ich werde heute wahrscheinlich ja schon vor Ort sein. Heute ist der Samstag dann, wenn die Folge kommt. Ich muss ja vorproduzieren, so ein bisschen. Ich bin echt gespannt. Das wird bestimmt lustig. Das wird der Wahnsinn. Und ich habe keine Ahnung, wie das Feedback ist auf die Folgen aktuell, was Battlefront angeht, weil naja, ich kann nur so ein bisschen grob wieder auf dem Handy dann die Kommentare mir da anschauen und so. Ich hoffe soweit, die Leute geben gutes Feedback. Ja, das war vielleicht ein bisschen dumm, dass ich das gerade aufgebaut habe, als sie um die Ecke kam. War das Aiden Virgil? Das war Aiden, ne? Als Gegner gerade. Aber es war ein bisschen dumm, dass ich es gerade aufgebaut habe. Das war echt ein bisschen dumm. So, ich muss jetzt auch mal langsam wieder Punkte machen. Das wäre der Wahnsinn. Kann ja nicht sein, dass ich hier so wenig Punkte habe. Na, irgendwas muss ich hier mal ändern jetzt. Wir müssen mal wieder Punkte machen. Granate! Oh. Yoda hat's gekillt. Yoda hat's gekillt. Feindlicher Anführer nimmt uns auseinander. Finde ich gut. Finde ich gut, dass Yoda da gerade am Stissel war. Oh oh. Oh oh. Ich sollte ganz kurz chillen. Ich brauche alle Truppen, um den westlichen Hangar zurückzuerobern. Oh oh. Nur Assists? Was? Er hat mir geholfen. Frechheit. Ich dachte gerade, ich hab's geregelt. Werfegranate! Den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt. Ist da unser Held, der hier gerade wieder am Rasieren ist? Mann, Leute, ich kann halt den Typen da nicht. Ich sehe halt gar nichts so richtig, ne? Ich geh voraus! Ah, blöde Sniper! Ah, wir sind immerhin jetzt Platz 7. Wir holen langsam wieder auf. Läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja, wir läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Wir machen aber ganz coole Kills so an sich. Finde ich. Ich fand, wir haben echt coole Kills so gemacht, aber irgendwie auch so wenig. Viele Assists, ne? Viele Assists. So richtig selber waren wir heute nicht aktiv. Mehr so der Assist-Man. Da war irgendwo Gegner überall. Irgendwo überall Gegner, ja. Sehr gute Beschreibung. Da hab ich dich. Ja, noch lebe ich hier mit meinem Schild. Noch. Und wo? Granate! Da war doch einer. Ja, aiming on point mal wieder. Nein! Ah, ich wollte noch auf ihn drauf schießen. Meldung vom Oberkommando. Aiming war on point. Kappa. Na, hätte eine bessere Runde sein können, finde ich. Ich fand die jetzt nicht so spannend. Also ich fand sie schon spannend. Aber sie hätte besser sein können, meine ich. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe am Anfang wieder so ein bisschen rumgedullied. Kann man das so sagen?
viele Assist-Kills gemacht nur. Aber es waren eigentlich relativ coole Kämpfe dabei, die wir mit der Waffe hatten. So ist nicht. Schwierig. Schwierig. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nochmal mit dem schweren Soldaten. Da spielen wir wieder eine andere Waffe. Mal gucken, mal gucken. Danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.